Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest 11. Wir sind immer noch im Umland von Eschenburg. Wir stehen gerade vor Zwiestanbul und werden jetzt auch in der heutigen Folge mit der Hauptstory weitermachen. Denn in der letzten Folge habe ich mich ja hier so ein bisschen rumgetrödelt und wollte hier meine Monstersammlung abschließen. Und die Items, was ich geschafft habe, ich habe alle Objekte, die es hier in diesem Gebiet gibt, eingesammelt. Die Liste ist fertig für dieses Gebiet. Das habe ich erfolgreich hinbekommen. So, dann würde ich sagen, machen wir mit der Hauptstory weiter und werden jetzt mal Zwiestanbul betreten. Denn es könnte ja sein, zumindest vermuten Bodo, Rionaldo und ich, dass hier Jade sein soll. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir Jade antreffen oder jemand anderes aus unserer Gruppe. Didn't this place used to be funner looking? Ugh, and what's with that ugly, ugly statue? So tacky. Ja, ne? Das habe ich mir aber auch gedacht, als ich das gesehen habe. So, war das schon immer da? Ne, sieht doch ein bisschen anders aus hier, ne? Welcome to Octagonia. Was ist denn hier los? A monster. Be on your guard. Oh, come now. There's no need for all that. You're in the new Octagonia now. There's no fighting here anymore. Only fun. Das fällt mir irgendwie schwer, das Ganze hier zu glauben. All those tournaments they used to host. So uncivilized. The arena's a casino now, thanks to Booga, best and most beautiful of the spectral sentinels. Alles klar. Why don't you step inside and chance your arm? It's just upstairs. Who knows? It might be your lucky day. Ach du meine Güte. Das wird ja was. A casino run by monsters, eh? Aber echt, aber wirklich. It all sounds a wee bit fishy to me. Still, we'd better go and take a look. Jade might be inside. Ja, nicht, dass sie irgendwie noch gefangen geworden wurde oder so. Oh Gott, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, was hier auf uns zukommt, meine Lieben. Ach Gott, hier laufen ja alles an Monster rum. Haben die alle Angst, oder? Kumpel, hier wimmelt's vor Monstern. Oh. Kommt nach Zwiestanbul, haben sie gesagt. Vergesst all eure Sorgen, haben sie gesagt. Aber dass hier alles voller verflixter Monster ist, davon ist nie die Rede gewesen. Klar, alle laden uns ganz furchtbar nett ins Casino ein, aber da ist irgendwas faul. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, das kann ich dir nicht verübeln. Okay, was sagen die denn? Dann trottet mal schön zum Casino hoch und stoßt euch so richtig die Hörner ab. Na, wen haben wir denn hier? Noch einen Menschen. Schau, schau. Nun, willkommen im neuen Zwiestanbul. Wenn du deine Zeit hier optimal nutzen willst, trotte rauf zum Casino. Dort erwartet dich eine Welt voller Vergnügen. Na los, schwing die Hufe. Alles klar. Wir können sie auch gern alle bekämpfen. Ich habe damit gar kein Problem. So, möchte hier niemanden auslassen. Casino, das ist ja nicht so meins. Oh, die wollen bestimmt mein ganzes Geld haben und ich habe so furchtbar gespart. Hier gibt es ja nur Monster, gar keine Menschen mehr da.
Hallo und willkommen in Zwistambul. Hier ist es egal, ob man Mensch, Teufel oder sonst was ist. Hier tanzt jeder nach Herzenslust und tut, was ihm gefällt. Naja, irgendwie finde ich das ja dann doch auf der anderen Seite dann doch schon richtig toll, dass es hier egal ist, was du hier bist. Hauptsache, du hast Spaß. Ich meine, das hört sich ja eigentlich gut an, ne? Aber ich traue denen halt nicht so. Wenn dich jemand ärgert, sag ihm, er soll sich verziehen. Dir ist nach Tanzen, dann schnapp dir einen Pendant und schwing die Hüften. Die einzige Regel lautet, dass es keine Regeln gibt. Das ist die wahre Freiheit, was? Ja, seit Bulgi das sagt hat, können wir tun und lassen, was wir wollen. Du wirst dich hier teuflisch gut amüsieren, so viel steht fest. Alles klar, ich hab hier ein bisschen Angst. So, bleib du mal stehen. Du rennst hier überall rum. Ich weiß noch, wie wir Tag und Nacht nach dem Lichtbringer suchen mussten. Nach ein paar Wochen waren meine Gelenke so steif, dass ich fast alle Statue durchgegangen wäre. Aber da wir hier nun los sind, können wir uns endlich etwas entspannen und über die Stränge schlagen. Fabelhaft! Aha, meint ihr? Okay, der sagt mir, wo ich hin soll. Ja, bestimmt ins Casino, würde ich mal annehmen. Da möchte ich aber noch nicht hin. Ich möchte hier erstmal alles erkunden. So, hier haben wir auch damals Jade und Bodo getroffen, ne? So, hier komme ich nicht weiter. Hinten wird auch zu sein. Ah nein, es ist offen. Der Fahrstuhl ist geschlossen. Ja, das hier ist zu, logischerweise. Der Fahrstuhl wirklich geschlossen? Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Oder so. Ja. Es ist außer Betrieb. Deshalb geschlossen. So, hallo. Hallo. Ich nehme an, du hast schon von unserem brandneuen Casino hier in Zwistambul gehört. Ja. Nun, ich bin zwar nicht beim Casino angestellt, aber ich mache als freie Mitarbeiterin etwas Werbung dafür. Ach, du bist eine Mitarbeiterin. Okay, gut zu wissen. Wenn du also in Spiellaune bist, geh einfach hier raus, dann nach links und dann die Treppe hoch. Ich würde ja sagen, du könntest den Aufzug nehmen, aber der ist im Moment leider außer Betrieb. Das haben wir schon festgestellt, trotzdem vielen, vielen Dank. Alles klar. So, wenn ich hier übernachten wollen würde. Da arbeiten auch Monster, ne? Stimmt, so eine Fledermaus oder so. Ey, nee, oder ich wusste, eine Fledermaus steht hinter der Theke. Okay, du bist die Bank. Oh, ein Kunde und ein Mensch noch dazu. Ja, ja, ich weiß schon, was du denkst. Aber dass ich ein Monster bin, heißt nicht, dass ich von Geld keine Ahnung hätte. Willkommen in der Bank in dem Regenbogen. Euer Kontostand beträgt 60.000 Goldmünzen. Wie kann ich euch behilflich sein? Ja, ich würde gern noch mehr einzahlen. So die 25.000 wollte ich eigentlich einbezahlen. Ja, schön. Wir werden sie sicher für euch verwahren. Euer Kontostand beträgt 85.000 Goldmünzen. Gut, freut mich. Danke. Beruhigende Reserve für jene, die mindestens 75.000 Goldmünzen auf die Bank gebracht haben. Ja, hallo, das bin ich, Baby. Ich habe die Moneten auf der Bank. So, bei dir könnte ich übernachten, ne? Das ist. Dann werde ich noch gebissen im Schlaf. So. Lasst mich mal hier rein. Hier ist niemand. War hier nicht früher mal eine ältere Frau? Eine ältere Dame? Ist sie nicht hier gewesen? Ich brauche hier aber scheinbar nicht mehr die Schränke zu öffnen und so, ne? Das habe ich ja beim ersten Mal getan, als wir hier waren. Nur trotzdem möchte ich das sicherheitshalber nochmal tun, ja. Weil es hat sich ja hier so viel geändert. So, ich scheine hier in einer Sackgasse zu sein. Denn hier komme ich nicht weiter. So, aber hier komme ich runter. Und runter. Und, oh. Okay. So, hier ist nichts drin. So, was ist hier los? Hallo, Süße. Aber, siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Achso, redest du mit mir? Entschuldigung. Mein Gott, wenn ihr beschäftigt seid und Ruhe gelassen werden wollt, ist gar kein Thema. Ich lasse euch gerne in Ruhe. Macht ihr nur euer Ding, ihr könnt euch ja ein Zimmer buchen. Ne? So, dann werde ich mal hier reingehen.
Von drinnen hört man Lebenszeichen, aber die Tür ist fest verschlossen. Suspicious. Sehr mysteriös. So, okay. Alles klar. Dann probieren wir einfach mal hier reinzukommen. Ah ja. Funktioniert nicht. Abgeschlossen. Da möchte uns niemand haben. Hier ist auch die Tür verschlossen. Was ist das hier? Hier kann ich Waffen kaufen. Gehe ich doch mal stark davon aus. Oh, hi. Hallo. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht hier erwartet. Ja, ich kann nicht glauben, dass ihr Menschen so ein Brimborium macht, um zu kriegen, was ihr wollt. Das muss doch anstrengend sein. War es nicht leichter, es euch einfach zu nehmen? Ich will mich natürlich nicht beschweren. Schließlich bekomme ich immer etwas Gold für das Casino zusammen. Also wollen wir mal. Willkommen im Waffenladen. Was kann ich für euch tun? Kaufen. Also kaufen eher weniger. Ich möchte nur mal so ein bisschen was abchecken. Verkaufen würde ich gerne. Verkaufen. So, denn ich habe hier bestimmt das eine oder das an die andere Waffe. Nicht verkäuflich. Ja, weil sie so gut ist. So, das Stahlbreitschwert zum Beispiel würde ich gerne einmal verkaufen. Brauche hier keine zwei von. Das ist doch Quatsch. So, Bronzeschwert einmal verkaufen. Ah, das habe ich mir zweimal hergestellt plus zwei, ne? Das kann natürlich auch sein. Göttlicher Dolch wollen wir auch einmal verkaufen, auch wenn es nur 100 sind. So, die Dornenpeitsche haben wir auch zweimal. Die wollte ich verkaufen. Ja, das ist schon richtig. So, die Eisenklaue. Nein, die Eisenklaue. Genau, ich bin hier immer ein bisschen zu schnell. Weil ich mich versuchen möchte, mich zu beeilen. So, Kopftuch, das behalten wir wegen 22. Aber wegen 1500 mache ich das Ganze hier natürlich. Ja. So, die Federkappe. Ja, da können wir auch 5 Stück verkaufen. Reicht ja, eine Federkappe. So. Reisegewand. Ja. Okay, das mache ich dann alles mal offscreen. Okay, alles klar. Nein, ich möchte auch nichts kaufen und so. Ich dachte nur, ich könnte hier ein bisschen mehr Geld rausschlagen. Okay. Genau, ich bin von hier gekommen. Jetzt muss ich nur aufpassen. Gut, hier muss ich nicht rein. Wir gehen trotzdem mal rein. Schauen uns um. Aber... negativ, alles klar. Danke für deinen Besuch. Für deinen Empfang. So rum. Hier wird aber auch nichts sein, ne? Gut, okay, dann rede ich jetzt mal mit dir. Kaum zu glauben, was Boogie aus der Bude gemacht hat. Früher war das ein echter Saftladen und dann kommt er daher und bumm, plötzlich kommen die Leute von überall her angaloppiert. Und ich will dir noch was sagen. Für ihn zu arbeiten macht höllischen Spaß. Man kann den ganzen Tag Blödsinn machen und es interessiert ihn nicht. Die Bohne. Alles klar. Wenn du das so sagst. So, ich befürchte, ich habe nur noch... Moment. Ich muss kurz noch mal runter, Leute. Nur um sicher zu gehen, dass ich hier wirklich alles gemacht habe. Ja, hier ist zu gewesen. Hier bin ich nicht hoch. Mhm. So, Moment. Ich wusste doch, irgendwas habe ich hier ausgelassen. Bei dir könnte ich jetzt auch... Ah, nee, Items kaufen. Stimmt. Bei dir könnte ich Items kaufen. So, dann wollen wir erstmal hier oben hin. Oh, was ist mit dir los? Hattest du zu viel Spaß? Ich halte das nicht mehr aus. Dieser Laden ist einfach furchtbar. Er hat eine Art schreckliche heilige Aura. So rein und unschuldig wie so ein Teufel. Da bitte eine Tanzstimmung kommen. Und halt mich jetzt bloß nicht für einen Waschlappen. Du wirst schon jedes Mal Monster... Das dem Laden zu nahe kommt, ist am Ende ein bibberndes Wack, genau wie ich. Du meine Güte, ich dachte am Anfang, der wäre betrunken. Das, hi, dich kenne ich, ein Mensch, hier ist doch das Waisenhaus, ne? Das ist eine Kiste. Wo kommt die denn her? Warum sehe ich die jetzt erst? Die Kiste? Die kommt, hallo? Alles klar? Ich muss hier mal kurz rein.
Ich habe hier aber keine Treppe gesehen. Keine Treppe. Mach's gut. Ich habe keine Treppe gesehen. Okay, ich habe die Kiste mal im Hinterkopf. Zero ist so verstohlen, dass die Leute ihn nicht mal bemerken, wenn er direkt neben ihnen steht. Es ist genial, dass ich sein Autogramm bekommen habe, aber jetzt möchte ich ihn auch persönlich kennenlernen. Ich werde ihn bald mal suchen gehen. Achso, ja stimmt, wir haben damals die Mission für dich. Ne, du bist ja ein Auftrag gewesen, eine Mission. So, hier sind die ganzen Menschen. Naja, die Waisenkinder. Oh, hallo, ich bin's. Anna Hautruf. Du erinnerst dich doch, oder? Wir haben bei der MMA gegeneinander gekämpft. Du hast die Monster in der Stadt ja sicher auch gesehen. Das war bestimmt ein Schock. Sie sind alle kurz nach Ekjuzels Sturz hier aufgetaucht. Wir haben uns zwar nach besten Kräften gewehrt, aber wir waren ständig in der Defensive. Zumindest bis Jade aufgetaucht ist. Du erinnerst dich noch an sie, oder? Du hast sie im Finale der MMA besiegt. Nun, jedenfalls ist es uns mit ihrer Hilfe gelungen, die Monster von hier zu vertreiben. Und sie waren seither auch nicht mehr hier. Ich sollte ja wirklich nach dem Rechten sehen, aber ich fürchte mich zu sehr. Ich werde mich wohl einfach hier verschanzen und für alle beten. Oh my god. Dann wünsche ich dir damit viel Erfolg. Das wäre schon mal nichts für mich. So, ich gehe mal stark davon aus, dass hier nur die Kids sind. Ah, okay. Nachdem Ekjuzel vom Himmel fiel, sind die meisten meiner Freunde verschwunden. Die älteren Kinder haben mir gesagt, dass sie ganz weit fortgegangen sind und ich sie eine Weile nicht besuchen kann. Aber warum haben sie mir nicht gesagt, wohin sie gegangen sind? Ach, hätte ich ihnen doch nur Lebewohl sagen können. Oh, sie kommen bestimmt wieder, wenn die Welt wieder in Ordnung ist, wenn wir die Welt gerettet haben. Ich bekomme hier vor lauter Arbeit kein Bein mehr auf den Boden. Das Waisenhaus ist voller Menschen, die sich vor den Monstern verstecken und sie brauchen alle etwas zu essen. Aber ich bin froh, dass sie hier sind. Ich meine, wenn ich ganz allein hier wäre, würde ich vermutlich den ganzen Tag weinen. Genug geplaudert, Zeit zum Kochen. Aber irgendwann müsst ihr euch doch dann auch das Essen ausgehen und ihr müsst einkaufen und so. So, hallo, hier ist niemand. Keiner da. Wie sieht's hier aus? Ich mach das mal sicherheitshalber kaputt. Aber auch da ist nichts für mich. Gut, hiermit kann ich auch nicht interagieren. Alles klar, ein Zimmer weniger. Oho, sieh mal einer an. So, das Buch haben wir bestimmt gelesen. Ich hol's trotzdem mal raus. Anleitungsbuch. Kennt aber die ganze Anleitung. Wunderbar. Das lese ich am liebsten. Als die Monster die Stadt angriffen, da dachte ich, es wäre um mich geschehen. Ohne Gillette hätten sie mich ganz bestimmt getötet. Er hat mir das Leben gerettet. Ich werde niemals vergessen, was er für mich getan hat oder wie heldenhaft er dabei aussah. Darum will ich mich um ihn kümmern, bis es ihm besser geht. Das ist das Mindeste, was ich für ihn tun kann. Er hat dich gerettet? Oh, hallo. Du bist doch der Junge, der die MMA gewonnen hat, nicht? Du erinnerst dich doch noch an mich, oder? Ich war auch beim Turnier dabei. Oh. Tut mir leid, dass ich im Moment nicht der Gesprächigste bin. Ich habe versucht, die Monster von der Stadt fernzuhalten. Wie das ausgegangen ist, kannst du ja sehen. Die haben kurzen Prozess mit mir und den anderen Kämpfern gemacht. Aber du bist anders. Ich glaube, du hast das Zeug, diese Stadt zu retten, Mann. Das wirst du doch, oder? Du musst die Monster aus Zwistambul vertreiben und gib ihnen dabei auch gleich von mir einen mit. Ja, ich werde tun, was ich tun kann. Das ist übel, Mike. Richtig übel. Seht euch doch nur dieses Ding in Tommys Zimmer an. Bitte, ihr müsst etwas unternehmen. Was für ein Ding in Tommys Zimmer? Jetzt geht's aber los hier. Was für ein Ding? Hier ist doch nichts. Ich sehe nichts. Tommy? Schlürfe, wie oft muss Muff, ich darf noch fragen, ich bin ein Mensch, genau wie du. Dieses Mädchen trat mich an, als wäre ich ein Monster, aber das bin ich nicht, Ehrenwort. Aber ich will ihm keine Angst machen, also bleib ich besser erstmal hier, Schlürf. Ja, du bist ja auch kein Monster, ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass du ein Monster bist, sondern ich dachte, du wärst Tommy. Als ich hier reinkam, ich werde sie mal nochmal ansprechen und mal sehen, was sie dann...
Hier steht ein Buch mit dem Titel Erinnerungen eines Schatzsuchers, Band 1. Mike nimmt es aus dem Regal und blättert darin. In diesem Tagebuch werden die Abenteuer eines bescheidenen Medaillenjägers beschrieben. Das haben wir auch schon gelesen. Ja. Hier haben wir gelesen. Moment mal. Buch, stopp. Kann ich das eigentlich auch sehen? Verschiedenes Informationen. Welche Bücher ich gelesen habe. Gegenstandsliste. Anleitungsbücher. Das sind die Anleitungsbücher. Da fehlen mir ja auch noch ein paar, ne? Das weiß ich. Wichtige Gegenstände. Ist klar. Anleitungsbücher, Materialien. Aber so die anderen Bücher. Da sehe ich noch nichts. Andere Leistungen. Nö. Ich denke, wir werden heute dann vermutlich unsere ersten Casino-Erfahrungen machen. So, okay. Mit euch spreche ich gleich. Lass mich erstmal hier rüber. Und hier runterlaufen. Hier wird doch bestimmt auch noch jemand sein. Oh mein Gott, die verstecken sich ja alle hier. Okay, lasst mich mal hier rein. Höhlen in Zwiesternbull. Sind es hier Monster? Ja. Hier sind Monster. Aber die hauen bestimmt alle von mir ab, weil ich zu stark bin. So, Moment. Stopp. Situation möchte ich aber trotzdem ausnutzen. Verschiedenes Informationen. Nein, nicht was bisher geschah. Nein, 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 nein. Liste besiegter Monster in meiner Nähe. Zwei Stück fehlen mir. Zwei Monster fehlen mir tatsächlich. Das ist natürlich nicht so toll. Der Wampendrache. Bagulys. Herr Rammler. Stahlspatz. Ritter. Okay. Naja, der Pilz ist nicht dabei gewesen. Dann bekämpfe ich doch mal den einen Pilzen. Der müsste ja dann auch mit dabei sein. Nicht wahr? Angriff. Pilz. Der ist raus. Der Rammler ist raus. 45 und doch überlebt. Ja, die haben so bestimmt um die 60, würde ich mal schätzen. So, dann bin ich mal gespannt. Du müsstest ja dann jetzt draußen sein eigentlich. So, 650 Erfahrungspunkte, sieh an. So, verschiedenes Informationen. Liste besiegter Monster in der Nähe. Tatsächlich, der Pilzmagier ist dabei gewesen. So, Moment. Hier fliegen ja jetzt noch diese roten Gegner hier rum. Ah ja, okay. Dragolith, okay. Die haben wir. Ja, super, nur ein Monster. Okay. Dann schauen wir doch mal, welches Monster das sein könnte. Warum habe ich denn das Pilzmonster? Pilze nicht besiegt. Oh Mann, ich dachte immer, ich weiß noch, als wir am Anfang hier gewesen waren des Spiels, dann dachte ich, oh, wir werden hier bestimmt gegen eine Riesenspinne kämpfen. Hab ich mich erschrocken. Okay, das könnten wir jetzt auch nochmal gerade abchecken, wenn wir schon hier sind. Funkelflecken. Ah, da haben wir aber alles. Da haben wir alles. Ja, gegen dich möchte ich... Ach so, ihr möchtet ja auch nicht gegen mich kämpfen. Ihr haut ja alle ab. So. Ja. Ein Gegner fehlt mir und er ist es nicht. Oder ihr seid es nicht. Ich glaube, das reicht, wenn einer zaubert, oder? Zaubern. Knusper. Ich glaube, Knusper hätte ich noch nicht mal einsetzen müssen. Die sind sowas von verbrannt. Mehrere Feinde wurden besiegt. Jawohl, die maskierten Rammler sind raus. Ja, tut mir leid, ne? Das ist jetzt wieder hier mein Dings. Ja, jetzt tauchen sie hier überall wieder auf. Mir fehlt doch nur ein Gegner. Okay. Okay, Leute, das war vielleicht doch ein bisschen blöd, dass ich hier hingekommen bin. Nee, dich haben wir in meiner Liste. Wir müssen dich nicht bekämpfen. Ja. Okay. Kann ich schon mal zurücklaufen. Hoffentlich finde ich den Rückweg. Komme ich von hier nochmal am schnellsten zurück? Ich nehme jetzt einfach mal diesen Weg hier.
Buch. So. Euch kennen wir auch. Euch habe ich in der Liste. Habe ich mir gemerkt. So, hier könnte ich noch durch oder hier durch. Was wäre am sinnvollsten? Waisenhaus. Gut, komm, wir laufen dann mal gerade hier durch. Ja. Euch habe ich auch in meiner Liste. Stopp, hier muss ich lang. Oh, ich war doch so nah gar nicht dran. An den Spinnenweben. So, der baut sich jetzt zusammen. Da muss ich aufpassen. So, stopp. Oh, ich bin voll reingelatscht. Ups. Ja, bei euch drei habe ich schon alle besiegt. Okay, fangen wir erstmal hier mit dem an. Du bist raus. Perfekt. So, und tschüss. Alles One-Hit-Gegner. Perfekt. Die Gruppe von Gegnern wurde besiegt. 493 Erfahrungspunkte. Ich wollte doch nur hier durchlaufen. Skelette. Skelette. Bin ich mir jetzt unsicher? Ich glaube, doch. Ich glaube, die Skelette sind mit dabei gewesen. Liste besiegter Monster in der Nähe anzeigen. Gerippe, die sind das, ne? Ja, alles klar. Das war's. Okay. Also, die Gerippen sind's nicht. Dann wollen wir mal hier entlang. Wow. Aber ihr wollt doch nicht alle gegen mich kämpfen, oder? Ich bin doch viel zu stark für euch. Ich wollte schon sagen, ihr habt doch bestimmt alle Schiss von mir. Weil man ja auch so Angst vor mir haben muss, weil ich ja so mächtig bin und so stark. Da muss man einfach Angst haben. So. Lass mich mal hier durch. So. Dann bin ich ja jetzt in der Sackgasse. Na, geht doch. Ich hab doch gedrückt. Meine Güte. Okay, aber hier sind ja auch nur die Golems. Ne? Das ist es nicht. Mir fehlt ein Gegner. Wo könnte dieser Gegner sein? Wo ist dieser Gegner? Was ist das gewesen? Achso. Okay. So, stopp. Du musst mich mal hier kurz vorbeilassen. Also, ich habe jetzt in der Höhle sonst niemanden finden können. Okay. Hallo? Versteck des kranken Krakers. Ja. Das waren noch Zeiten, ne? Das war diese... Ah ja, stimmt. Das war ja sogar eine Spinne. Ne? Die wir damals besiegt haben. Ja. Aber ist sonst niemand mehr da? Trotzdem tropft's hier überall. Na dann. Das ist aber nicht das Monster. Ach, das Monster. Ja, das Monster, das mir fehlt. Ich würde gern wissen, wo dieses Monster ist. So, jetzt kann ich hier nochmal komplett außen rumlaufen. Gut. Ich werde euch da rausschneiden, meine Lieben. Wir sehen uns dann gleich nochmal im Waisenhaus. Gut, willkommen zurück im Waisenhaus. Hier sind wir wieder. Okay. Na dann. Schade. Ich hätte jetzt gerne noch das letzte Monster gefunden. Ich bin noch eine halbe Runde gelaufen. Das ist nämlich noch so eine kleine Abkürzung gewesen, oder wie ich das nennen soll, aber nichts. Vielleicht muss ich einfach dieses Monster bekämpfen. Flip, flip. Bitte, tu mir nichts. Ich bin kein böser Draco, ganz ehrlich. Hör zu, ich verrate dir auch was Interessantes, ja? Es gibt im Casino ein paar ganz besondere Roulette-Tische. Du findest sie oben, wo früher die Kämpfe stattgefunden haben. Ich wollte da hochflattern, um sie mir mal anzusehen. Aber dann hat man mich fortgejagt. Neugier ist der Fledermaus tot, wie es so schön heißt. Ich verstecke hier nichts. Hier gibt's rein gar nichts zu sehen. Ach so. Ein Freund meinst du hier? Hier gibt's nichts Ungewöhnliches zu sehen, hört ihr? Wenn ihr einen netten kleinen Draco sucht, seid ihr auf der falschen Spur.
Alles klar. Ich sag niemandem was. So. Ach Gott, ich dachte, das hier wäre ein... Ich das kaputt machen? Nein. Ah, ich darf die rote Kiste nicht vergessen, fällt mir gerade wieder ein. Ich darf die rote Kiste nicht vergessen in der Stadt, in der City. So, hallo. Tom ist mit einigen der anderen MMA-Kämpfern losgezogen, um die Monster zu bekämpfen. Sie sind aber noch nicht zurückgekommen. Das ist ja schon ein ganzes Weilchen her. Hoffentlich ist er nicht. Oh Mann, was soll ich bloß diesen Kindern erzählen? Die wollen nämlich alle wissen, wo er ist. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die alle wissen wollen, wo der ist. Hey, hört mal, erzählt das nicht den anderen hier, aber ich habe mich nach oben geschlichen, um einen Blick ins Casino zu werfen. Die Leute dort haben alle total glücklich ausgesehen. Ich meine, klar sind die Monster ganz schön unheimlich, aber das macht mir nichts aus. Ich will mir den Laden unbedingt mal ansehen. Ah, tu's nicht. Glaub das. Ich traue der ganzen Sache mit dem Casino nicht. Irgendwie verflucht oder so. Wir werden sehen. Ich war sehr betrübt, als ich merkte, dass ich auf der Flucht vor den Monstern meine Geldbörse verloren hatte. Umso froher war ich, als dieser gute Mann sagte, dass er Glücksbringer verschenkt. Solch selbstlose Großzügigkeit. Ehrlich, in solchen Zeiten erkennt man erst, was wirklich im Leben zählt, nicht wahr? Ah, dafür... Hat aber lange gedauert, mein lieber Mann. Hey, schau ja gern zu, dass ich früher ein ziemlicher Halsabschneider gewesen bin. Aber als Ichizel dann runtergefallen und der ganze andere Kram passiert ist, tja, das hat mich wohl verändert. Ich habe die ganzen Glücksbringer verschenkt, die ich früher total überteuert verscherbelt habe. Das mag ja nicht sonderlich viel ändern, aber wenn es jemandem eine Freude macht, ist es doch auch was wert, nicht? Das ist mir jetzt nämlich am wichtigsten, den Leuten eine Freude machen. Yep, ich bin durch und durch ein guter Kerl geworden. Das ist toll. Das finde ich gut. Solange du dann später nicht, wenn sich alles nochmal beruhigt hat, in dein altes Muster fällst. Ja, jeder hat eine zweite Chance verdient. So, hallo, genau. Warum war Ichizel gefallen? Da kamen die Monster auch schon in die Stadt. Seither haben sie hier das Sagen. Das Waisenhaus ist so ziemlich der einzige Ort, an den sie sich nicht wagen. Es hat etwas Heiliges an sich und das mögen sie überhaupt nicht. Aber früher oder später werden sie uns schon kriegen. Entweder das oder uns geht das Essen aus. Ich glaube, wir haben uns alle mit unserem Ende abgefunden. Ich glaube nicht, dass sie reinkommt. Und wenn nicht, dann müsst ihr halt mit Weihwasser raus. Hey, keine Sorge. Jade und Tommy werden es überstehen. Ich verspreche es. Oh, Jade ist also mit Tommy unterwegs. Ich dachte, Tommy wäre alleine los und Jade wäre hier irgendwo. Natürlich habe ich etwas Angst vor den Monstern, aber von meiner Priesterarbeit lasse ich mich nicht abbringen. Willkommen in der Kirche. Wie kann ich euch helfen? Vorerst mal gar nicht, aber bevor ich die Folge beende, komme ich wieder und werde bei dir abspeichern. Denn die nächste Folge werde ich leider nicht im Anschluss aufnehmen können. So, genau, dann bin ich ja, genau, dann ist dieser Kreis hier geschlossen. Super, hier komme ich nicht rein. Perfekt. Komme ich hier rein? Auch nicht. Okay. Ich mache mir langsam echte Sorgen um dich. Du sagst, sie hätte ein Feuer in deinem Herzen entfacht, als wärst du ein liebeskranker Schuljunge. Hast du völlig den Verstand verloren? Sie ist hoch ins Casino gegangen, nicht? Ich hätte fast Lust, zu ihr zu gehen und ihr so richtig die Meinung zu geigen. Sie soll dich bloß in Frieden lassen. Na toll. Da versuche ich, den einen Menschen zu vergessen und schon kommt der Nächste anspaziert. Ach, wem will ich was vormachen, als ich ihr pechschwarzes Haar und ihre sinnlichen Augen sah, da wusste ich, dass ich diese süße Kampfkünstlerin nie mehr vergessen würde. Buji glaubt vielleicht, dass er sie ganz für sich alleine hätte, aber er liebt sie nicht so sehr wie ich. Das tut niemand. Ah, du hast dich in unsere Jade verliebt. Okay. Stopp. Mit euch habe ich noch nicht gesprochen. Ich fasse es nicht. Ich habe schon wieder groß gewonnen. Jetzt werde ich erstmal so richtig die Pumpen tanzen lassen.
Seit Ichjusel vom Himmel gefallen ist, haben die Menschen in ganz Erdria nur noch über wenig Hoffnung. Jetzt kann ich endlich die Ära des Bösen beginnen. Hörst, Tegrimor hat ja schließlich sogar den Lichtbringer umgebracht. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Monster die ganze Welt überrennen. Daran besteht kein Zweifel. Wenn du meinst. So, genau. Hier konnte ich Rüstungen kaufen und hier. Genau, alles klar. Dann ist hier alles wieder so, wie es sein... Also, was heißt wieder so, wie es sein sollte? Das ist ja gelogen. So habe ich alles abgeschlossen. So war ich überall. So, nur die rote Kiste, ne? So, ah, hier kann ich ja auch abspeichern. Sehr schön. Bin ich hier oben gewesen? Ja, bin ich nicht. Ich bin nicht hier oben gewesen. So, und irgendwo kann ich dann doch bestimmt hinspringen oder so. Moment. Komm ich da auf das Gebäude hier drauf? Nee, ne? Die rote Kiste. Ich weiß nicht mehr genau, wo die war. Muss ich später nochmal gucken. Lava. Scheiße, diese Statue da. Das ist Buji. Ihm gehört das ganze Casino. Er ist ein richtiger guter Kerl. Aber ich glaube, der echte Buji ist etwas schwerer als er für die Statue-Modell gestattet hat. Muss er wohl was ziemlich Meißelhaftes auch gehabt haben. Alles klar. So, hallo. Die schönste Zeit eures Nachtlebens erwartet euch. Hallo und willkommen im Casino. Hier können deine kühnsten Träume wahr werden. Klatter einfach die Treppe rauf und du findest dich in einer Welt der Wunder wieder. Viel Spaß. Alles klar. Ich habe das S so lang gezogen, dabei ist das A so lang gezogen gewesen. Super. Gut, dann möchte ich erstmal gucken, ob ich hier reinkomme. Komme ich nicht. Okay. Gut. Der wird mir mein nächstes Ziel sagen, deswegen überspringe ich den und spreche mit ihm nicht. Casino von Zwiestanbul. Alles klar. Die Treppe hier führt zum Zuschauertribüne. Von dort aus hat man einen wunderbaren Blick auf die besonderen Roulette-Tische. Der Allgemeinheit bleibt der Zugang zurzeit aber leider verwehrt. Warum? Weil ihr so krumme Dinger treibt, oder was? So, was bedeutet denn hier die ganzen Symbole hier auf der Karte? Geh ins Casino. Ah, sie ist doch im Casino. Mit Tommy etwa? Ist sie mit Tommy hier? Willkommen. Wir sind hyperfroh, euch zu sehen. Menschen, was? Sieh mal einer an. Nun, willkommen im ersten und einzigartigen Casino Erdrias, das komplett von Monstern betrieben wird. Und ja, es ist wirklich so genial, wie alle sagen. Selbstverständlich wollen wir sicherstellen, dass sich jeder einzelne Kunde hypermäßig amüsiert. Also vergeben wir kostenlos Chattens, um ihnen einen Einstieg zu erleichtern. Ach ja, und natürlich haben wir in der obersten Etage einen ganz besonderen Roulette-Bereich, wo dich eine Welt voller hyperhoher Einsätze erwartet. Hier im Casino gibt es nur eine Regel. Niemand nimmt Jettens mit nach Hause. Wer sie nicht alle verspielt, der macht etwas falsch. Okay, und ich bekomme die hier geschenkt, hast du gesagt. Okay. Was ist denn da los? Hey! Soll ich mal mitmischen hier, oder was? Hey, hey, Mann, ich liebe es zu kämpfen. Da denke ich an nichts Böses und plötzlich greift mich dieser Spinner an. Eigentlich wollte ich dem eine gehörige Abreibung verpassen. Aber wie sich rausgestellt hat, war der Typ zwei Nummern stärker als ich. Wenn ich es mir recht überlege, erinnert er mich an jemanden, mit dem ich mal früher mal geprügelt habe. Ist aber auch egal. Man prägt nicht einfach wildfremden Leuten eins über. Ach ja, sieh mal an. Außer es sind Menschen, oder? Okay, ich widme mich wieder ganz dir. Ach, du bist doch die Bank, oder? Hallo, Hübscher. Das hier ist der Jetten-Tauschschalter. Nun, unser Casino ist jedenfalls anders als alle anderen. Die meisten wollen dir nur deine Jettens abknöpfen. Aber wir schenken dir die verflixten Dinger. So wichtig ist uns dein persönliches Vergnügen. Und du scheinst wirklich den ein oder anderen Jetten gebrauchen zu können, Schätzchen. Hier, bitte, geht aufs Haus. Mike erhält 2000 Casino-Jets. Und vergiss nicht, Schätzchen, das ist keine einmalige Sache. Komm einfach wieder, wenn du Nachschub brauchst, hörst du? Dein Ernst? Dein Ernst? Okay. Ja, kein Wunder, dass sie alle glücklich sind. Ich wäre auch glücklich.
Okay. Wirst du von deinen prall gefüllten Säcken voller Casino-Jettens fast erdrückt? Dann tausch sie doch gegen einige der besten Preise ein, die du dir je unter die Augen kommen werden. Eine persönliche Empfehlung. Der Liebestrank ist ein berückendes und betörendes Gebräu und steht bei Monstern aller Orten hoch im Kurs. Ich kann ihn nur empfehlen. Also, du hast gerade 2002 Jettens. Wogegen willst du deinen Gewinn eintauschen? Aha. Der Liebestrank. Ein betörender Trank, der einen einzelnen Feind fesseln kann. Zum einmaligen Gebrauch. Wir haben hier bestimmt richtig tolle Preise. Wenn ich die jetzt nochmal anspreche, dann bekomme ich nicht nochmal 2000 geschenkt, oder? Ja, ja. Aber im Moment scheint sie ja gut versorgt zu sein, ja. Ja, ich bin dann gezwungen zu spielen, nur muss ich kein Geld ausgeben. Okay. Das ist ein Spielautomat, der Mindesteinsatz beträgt ein Jetten. Möchtest du eine Runde spielen? Ja. Dann machen wir das mal. Okay. Durch Drücken von oben oder nach unten bestimmst du, wie viele Jettens du bei einem Spin setzt. Wenn dann drei oder mehr Gleichsymbole in einer Reihe stehen bleiben, auf die du gewettet hast, hast du gewonnen. Die Höhe des Gewinns hängt übrigens von der Art und Anzahl der Symbole ab. Flüssigmetallschleime und Klunkerbeutel werden dir jedenfalls garantiert ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Wenn du noch mehr erfahren willst, dann wirf einen Blick in die Reisetipps. Okay, entscheide. Gut, mein Einsatz ist 9. 9 ist das Maximum, okay. Wie schade, möchtest du nochmal spielen? Ja. Drehen? Kann ich die auch automatisch stoppen? Nee, das passiert von selbst. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Okay. Und nun? Metallmodus. Du Glückspilz, bei jedem erfolgreichen Spin verdienst du jetzt die doppelte Anzahl an Jettens. Okay. Oh mein Gott. Ach du meine Sch... Oh. Das ist bestimmt so... Das wäre so oder so abgelaufen, oder? Damit ich mit der Story weitermachen kann, oder? Oder nicht? Wie viel habe ich jetzt gewonnen? Glückwunsch. Du gewinnst 10.000 Jettens. Ja, das ist gut, oder? Damit ich mir den Liebestrank kaufen kann. Möchtest du nochmal spielen? Ja. Zählen meine Metallschleime dann noch, dass alles verdoppelt ist? Gratis-Spins. 3-7er. Okay. Du gewinnst 300. Ja, ich möchte nochmal spielen. Schade, ich habe nichts gewonnen, aber ich möchte nochmal spielen. Okay, was ist jetzt los? Was ist das? Okay, 4x Bar. Das sind 300. Dann bekomme ich jetzt wie viel? 900. Okay. Finde ich gut. Ja, ich möchte noch weiterspielen. Kann das sein, dass man hier nur gewinnen kann? Schon wieder den Jackpot. Ey, ich habe nichts dagegen. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Okay. Was soll ich dazu sagen? Dann ist das halt so. Kann ich bitte mein Geld haben? Jawohl. Möchtest du spielen? Ja, natürlich möchte ich weiterspielen. Metallmodus. Schade, nichts gewonnen. Ich habe noch drei Spins. Ich
bedeuten die Spins? Ah, jetzt bekomme ich wieder 5 Siebener, ne? Natürlich. Nochmal den Jackpot gewonnen. Ganz klar. Ganz klar bekomme ich hier den Jackpot gewonnen. Zum dritten Mal. Klar, das ist voll natürlich. Jetzt freut man sich eigentlich auch schon gar nicht mehr, ne? Ich gewinne den gleich bestimmt nochmal. Ja, dankeschön. Möchtest du nochmal spielen? Auf jeden Fall. Oh, Wild. Was bedeutet Wild? Wilde Siebener. Ah, okay. Jetzt bekomme ich dann 1500. Kann das sein? 1500. Ja, immer mal 3. Ich möchte nochmal spielen. Ach, den Jackpot gewinne ich wieder. Ja. Den Jackpot. Oh, nee, doch nicht. Ich bekomme doch nicht den Jackpot, entschuldigt. 300 Jettens. Okay. Nochmal. Silber Spins. Ach, die sind jetzt rum. Hier meine Metallmodus, ne? 4 Stück. Ja, dann 300. Genau, das war dein letzter Silber Spin. Ja, alles klar. Keine Silber Spins mehr. Ah, doch. Ich bin jetzt wieder im Metallmodus. Na dann. Was bin ich doch für ein Glückspilz. So, die Schatztruhe. Was bringt uns denn die Schatztruhe eigentlich? 5 Siebener oder was? Jettenschatz, okay. Und wie viel sind das? Ist das noch mehr als der Jackpot? Ah, 594 Jettens. Okay. Dankeschön. Immer her damit. Natürlich möchte ich nochmal spielen. Natürlich. Ah. Schade, nicht den Jackpot. Aber 1500. Immerhin. Das ist doch was. Wenn man hier nur gewinnt, dann ist das ja alles easy going hier. So, möchtest du nochmal spielen? Ja. Und dann würde ich aber gerne dann nach dieser Runde dann nochmal gerade zurück an die Theke gehen. Ist das dein Ernst? Hören die drei Schatztruhen denn nicht? Weil das ist ja eigentlich diagonal oder gehen, funktionieren die Gewinnlinien so nicht? Naja. Ach stimmt, ich muss ja noch 7 Mal spielen. Wegen dem Metallmodus. Na dann. Ja. Okay. Ah, ja. Ich habe sogar beides. Super. Achso, den Jackpot habe ich jetzt schon länger nicht mehr gewonnen. Ich glaube, es wird Zeit dafür. Oh, ich habe nichts gewonnen. Oh, bin ich aber traurig. Ja. Zack. Na, sieh an. Moment. Dann habe ich ja jetzt schon fast um die 40.000 dann auch, ne? Gut, noch 4 Runden habe ich. Bar. Ja, die 3 Siebener, 300, die nehmen wir natürlich noch mit. Wir sind ja eigentlich hier, um Jade zu retten, ne? Oder um Jade anzutreffen, sagen wir es mal so. Gratis-Spin. Jawohl. Dann bin ich mal gespannt, was man da noch so kaufen kann. Aber ich glaube, oder beziehungsweise ich vermute, dass wir diesen Liebestrank kaufen sollen. Aber ich weiß nicht, warum wir diesen Liebestrank kaufen sollten. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber ich denke, dass wir den benötigen, um mit der Story weitermachen zu können.
So, hier dann auch nochmal 600. So, das hier ist die letzte Runde. Ja, ja. Sehr schön. So, dass ich dann noch die 40.000 erreiche. Das ist sehr nett. Oder fast die 40.000 erreiche. Okay, gut. Ich möchte nicht mehr weiterspielen. Danke, ich bin fertig. So. Dann gehen wir mal zu ihr. Wirst du von deinen prall gefüllten Säcken voller Casino-Jettens fast erdrückt? Dann tausch sie doch gegen einige der besten Preise ein, die dir je unter die Augen kommen werden. Eine persönliche Empfehlung, der Liebestrank ist ein bedrückendes und betörendes Gebräu und steht bei Monstern aller Orten hoch im Kurs. Ich kann ihn nur empfehlen. Okay. Ah, jetzt habe ich hier was mit Fragezeichen. Das möchte ich kaufen. Ja, einmal. Und... Oh, vielen Dank. Und wem darf ich diese Ware aushändigen? Meinem Gegenstandsbeutel. Also dann, packen wir die Ware in den Beutel. Are you serious? Heilkraut. Ich hab Heilkraut. Sowas finde ich an jeder Ecke. Okay, gut, dann kaufen wir noch den Liebestrank. Einen Liebestrank, der wird ja wohl reichen, oder? Kommt auch in den Gegenstandsbeutel. Ein betörender Trank, der einen einzelnen Feind fesseln kann, zum einmaligen Gebrauch. Okay. Naja, dann. Okay, meine Lieben. So, ich werde dann jetzt an dieser Stelle die Folge beenden und werde zurück zum Speicherpunkt laufen und dort abspeichern. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier im Casino dann, ja... fortfahren. Ich weiß noch nicht, ob ich offscreen eventuell dann hier noch weiterspielen werde, um mir die anderen Preise anzuschauen. Das schaue ich mal, wie ich das verpacke. Vielleicht werde ich das dann auch einzeln schneiden und euch das dann ja, in einem Video dann verpacken. Ne? Ich lasse mir da irgendwie was einfallen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann! Tschüss!